Hallo und herzlich willkommen zum Pennymark Recap auf der Reeperbahn. Diese Dokumentation hat uns eine humorvolle Zeit bereichert, weshalb wir uns entschieden haben, unserem Publikum die spektakulärsten Momente zu präsentieren und einen Ausflug durch die schönen Momente der Archivierung zu machen. SteinTV sagt herzlichsten Dank an alle Beteiligten und SpiegelTV für dieses umwerfende Meisterwerk. Die Links von verwendeten Videos sind in der Videobeschreibung zu finden und wir starten direkt mit total krasser Action beim Rausschmiss von Penny. Sofort. Hier kannst du stehen bleiben. Hier kannst du stehen bleiben. Ja, ich brauche mal bitte den Peterwagen zum Penny auf der Reeperbahn. Ich bin hier der Wachmann und der eine hat mich von hinten angegriffen. Nach erledigtem Notruf kommt die Polizei, um dieses Verbrechen aufzuklären. Und auf einmal hatte ich hier eine ganze Tumulte von Menschen, die auf mich eingeprügelt hatten. Kannst du stehen bleiben. Personal verstellen, bitte. Ich möchte das erstmal nachdenken. Gehen Sie erstmal mit. So. Nun kommt einer der Beschuldigten zu Wort, wessen Unschuld durch klare Worte und einen unterdurchschnittlichen Alkoholgehalt beteuert wird. Ich habe ihn bloß auf die Schulter getippt und er fühlte sich in dem Moment bedroht und hat mich auf die Erde geschmissen. Und Frauen sind mir heilig. Schon mal gemacht, ja, ne? Ja, dann gib mal ordentlich Gas. Stopp. Alles klar. 1,4 Minuten. Ja, ich sitz schon wieder dicht in dem Flieger. Ich habe studiert. Ich bin Captain zur See. Und habe mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Pferde. Ich fahre die Mary Queen. Vom Captain bis zum gewöhnlichen Kunden. Kartoffelsuppe in Dose. Könnte ich hier nicht. Gibt's doch nicht. Muss doch jemand sein, die sich auskennt. Bereits 2007 gab es innovative Kunden, die als Pioniere der heutigen Lebensmittelkontrollen in Supermärkten gelten. Ich bin ein Lebensmittelkontrolleur. Sehr gut. Nachdem die Lebensmittel erfolgreich kontrolliert wurden, sichtet das Kamerateam einen wahrhaftigen Schnäppchenjäger. Für den Preis kann man nicht meckern. Da muss man hier, da muss man zuschlagen. 9 Cent das Kilo, das ist ja Wahnsinn. Kann wunderbar von leben, schön günstig. Ich bin armer Rentner. Muss ganz, ganz heftig aufpassen. Ausnahmsweise, dass wir so ein Angebot hier haben, da muss ich zuschlagen. Bin extra nur wegen dem Kohl hierher gekommen heute. Ein Sparfuchs bei seiner Arbeit, da kann man sich nur eine Scheibe von abschneiden. Doch der Penny lässt nicht nach und bietet weiter mehr Unterhaltung als so manch ein Theater. Tomaten, Bananen. Rutschen, mein Traum. Viermal Milch und viermal Saft. Und Brot, Butter, Käse, Eier, Butter, Eier. Du bist total süß, finde ich. Meine Frau sagt auch. Ich möchte dich gerne kennenlernen. Ich hab 5 Kinder. Leider schlägt der Flirtversuch hier fehl. Doch das Artikel laut aufzählende Country Girl gibt nicht auf. Ja. Komm doch mal. Ich hab dich die ganze Zeit vermisst. Tschüss. Und ach, was machst du da? Machst du Pastate? Ich muss jetzt arbeiten. Ich muss arbeiten. Viel Arbeit, kann ich verstehen. Machst du am Wochenende eine Party? Ich ruf meine Freundin an und sie sagt, was geht? Ich sag, heute ist Samstag und sie sagt, konkret. Sie fragt, wohin willst du? Und ich sag, zur Party. Zur Party? Zur Party. Zur Party? Zur Party. Oder keine Partys? Nee, heute nicht mehr. Du musst ja arbeiten. Nur arbeiten. Die ganze Zeit? Arbeiten, arbeiten. Aha, ganz klar. Das Suchen nach einem Lebensgefährten nimmt für heute ein Ende. Doch eine Erklärung für den Rückschlag folgt direkt. Also ich geb's zu, du bist doch schwul. Wunderbar, rote Farbe. Kann ich jetzt ein bisschen arbeiten? Wunderbar. Darf ich jetzt ein bisschen arbeiten? Natürlich. Danke. Ich hab zu viel Alkohol getrunken. Ich hab zu viel Wodka getrunken. Ich hab zu viel vielleicht Wein getrunken. Oder Bier. Das vielleicht. Oh, siehst du drei raus aus dem Schlittloch. Nach diesem taktlosen Kompliment hat der Captain zur See noch etwas zu ergänzen. Das ist unser Frühstück. Ich bin Captain zur See. Ich hab studiert an der Harvard-Universität. Ich bin zweimal um die Welt gereist. Doch kaum denkt man, die Lage hat sich beruhigt. Ereignet sich im Penny der nächste Vorfall. Ero ist kein gut. Problem Kanalplatz. Mauer. Das bleibt hier.
und sie kommen mit uns im Büro. Wieso? Wieso? Hausfriedensbruch. Plötzlich wird dem Mann Hausfriedensbruch vorgeworfen, woraufhin er uns seine bescheidene Wohnung präsentiert. Dann packen Sie es mal bitte wieder ein. Das ist meine Wohnung. Meine Wohnung. Meine Wohnung. Es macht den Anschein, als wäre diese Person unschuldig, doch der erste Eindruck täuscht. Ja, beim letzten Mal war nichts Geld. Letztes Mal war Zapzerab Anzeige. Nicht kein Zapzerab. Jetzt rein damit wieder. Ja, was, Zapzerab? Zumachen, mitnehmen, ab ins Büro. Wieso? Gehen Sie voran. Warum? Für Eastman geht's nun weiter ins Dienstbüro, wo ihm seine Schuld nachgewiesen wird. Problem, kaufen zwei Bier. Sie haben hier Hausverbot. Wieso? Weil Sie gestohlen haben letzten Monat. Ich? Ja. In der Zentrale wird deutlich, dass sich professionelle Arbeit auszahlt. Treuburger Salami. Zweimal geklaut, 3,29 € kostet eine, zwei Stück macht 6,52 €. Die Mitarbeiter verfügen nicht nur über geschulte Beobachtungsfähigkeiten, sondern auch die Akten sind systematisch geordnet, um Verbrechen effektiv aufzuklären. Hallihallo. Da rückt auch schon die Polizei an, um den Verbrecher zu verhaften. Abend. Guten Dobre. Guten Abend. Ja. Sie kommen jetzt mit uns mit, wir fahren zur Davidwache, ja? Nee, doch, nie doch. Fahren, nie Auto fahren. Ja, dann können Sie zu Fuß gehen, aber nee. Ich finde besser, wenn wir fahren. Hamburgs Straßen sind nun um ein Verbrecher reduziert. Und da kommt auch schon wieder der Captain, um sich auf seine nächste Reise vorzubereiten. Jo, alles Glück, achten, Junge. Hallo, Sangria. Ist ein billiges Zeug, ist egal, aber für die Obdachlosen reicht das. Ich kann ja auch noch einen Buddel Korn kaufen oder Lütten. Den ziehe ich mir gerne rein. Das ist eine spanische Torero-Tänzerin. Sangria kommt aus Spanien. Kaum wurde das gute Tetrapack Sangria über den Scanner an der Kasse gezogen, hat die spanische Torero-Tänzerin den Captain zur See auch schon schwindelig getanzt. Würden Sie uns vorhin noch raus begleiten? Ja, sicher. Fassen Sie mich bitte nicht an. Gut, dann entfernen Sie sich jetzt. Ich entferne mich auf Ihren Wunsch. Gut. Dann hören Sie mir noch mal ganz kurz zu. Sie halten einen Platzverweis. Den erteile ich Ihnen hiermit mündlich. Ne? Das interessiert mir einen Scheiß. Wir kommen Sie an die Wache. Da können Sie sich gerne die Schriftform abholen. Und das war's mit dem Pennymarkt Recap. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns sehr über einen Like, Kommentar oder Abonnement freuen. SteinTV sagt haut rein und bis zum nächsten Video. Die Szene trifft sich heute vor dem Penny. Die ganze Stadt ist mit dabei, ganzer Pappbecher voll Eis. Gibt das Macker in die Sprite, alle high vor dem Penny. Blaues Licht von Polizei, Double D, Double Die. Wird geschossen, dann fliegt Blei für den Vibe vor dem Penny. Eine ficken, vielleicht zwei, flotter Dreier bin dabei. 4, 5, ziemlich geil, mach mich frei vor dem Penny. Vor dem Penny, Nacht um 3, vor dem Penny. Party ist noch nicht vorbei, was uns bleibt, ist der Penny.